Musik ist hier auch sehr angenehm. Der Lava-Burger ist heiß. Das stimmt heute mit dir nicht. Der Lava-Burger ist heiß. Da oben ist ja noch mehr. Ist ja noch mehr Kaffee. Oh, ich schwitze mich hier gerade tot. Seit einer komischen Striptease-Einlage. Tja, siehst du mal. Wie kommst du jetzt darüber? Weiß ich nicht. Okay. Wir machen nicht blau, wir machen nur Pause. Ein bisschen Ausgleich muss sein. Man muss beim Entspannen trotzdem auf der Hut sein. Man weiß nie, wer lange Ohren macht. Ehe man sich's versieht, redet man über streng geheimes Zeug. Lava-Burger sehen ein bisschen aus wie der Vulkan Siena. Hab nur nicht einmal einen gegessen. Ich saß ihm nur gegenüber. Oh no! So, da würde es... Sieht so witzig aus. Da würde es jetzt reingehen. Nehmen wir mal die andere Seite. Hallo? Was guckst du so? Suchst du Ärger? Oh. Anscheinend. Ich habe leider die Pömpelmusik nicht im Abspann oder in der Playlist drin, sonst würde ich die euch natürlich in jedem Stream geben. Neidisch auf meine Maske. Heutzutage sollte jeder eine Maske tragen. Ich finde, man sollte mit solchen Sniffet- oder Shy-Guy-Masken einfach in den Läden gehen. Ich glaube, man denkt, du willst sie überfallen. Das kannst du auch so schon machen. Was? Aua, du bist ja stark. Ich habe mich als Sniffet verkleidet, um den Feind zu unterwandern. Aber die Maske war so eng, dass ich nicht mehr richtig sehen konnte. Tut mir leid, dass ich so unfreundlich zu dir war. Labyrinthtote Nummer 3, bereit zum Einsatz. Okay. Ich habe nichts mehr gesehen. Du wurdest verfolgt. Oh no! Hast du nicht sogar so wieder so einen Eisensprung? Also ich könnte hier mal einen Hammer benutzen. Das nächste geht ja dann auf den nächsten, ne? So. Jo. Aber es gibt immer zumindest gute Erfahrungspunkte. Diese, also die komischen Metallgeis. Sind mir schon wesentlich lieber als diese komischen Blumen aus. Was war das? Paper Mario 2, die mich so gereckt haben? Ah. Die eigentlich super selten sind, aber dann 1 Million Mal am Stück kamen bei mir. Ja. Wie viele Level-Ups ich heute bekomme. Meine Güte. Aber du kriegst mittlerweile auch sehr viel weniger, ne? Du kriegst ja nur 10 pro Level-Up. Haben oder nicht haben. Jo. Shy Guy ist umgefallen. Oh no. Shy Guy? Doch, Shy Guy. Hab ihn! Genau, die Suseldusels. Ah ja, stimmt. Oder Suselwusel? Suselwusel? Okay. Das ist im Endeffekt auch nur mit einer Metall... ...Option. Yes. Hab ich doch einen normalen Hammer irgendwo? Irgendwie nicht. Boah, ich spring ihm einfach mal fett auf den Kopf. Aber überlegt er das nicht? Weil er nur erstmal den Goldfilm abmacht? Kann auch sein. Stimmt. Dachte, ich mache ihm vielleicht dann auch so schon mal Schaden. Okay. Okay. Also viele einfache Karten habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Nach dem nächsten Boss wieder ein bisschen einkaufen. Ja. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht vorm Boss die ganzen Karten quasi schon rausschmeiße. Das hat sich gelohnt. Oh ja. Hallo? Warum ist die eine Treppenstufe anders farbig? Huh. Stimmt. Hm.
Malhammer draufhauen? Okay. So, wie komme ich jetzt in den Toad ran? Wahrscheinlich muss es von der anderen Seite drehen, denke ich mal. So von der rechten Seite. Würde ich vermuten. Also, das da. Ach, hängt da der Toad? Ja. Oh. Ich dachte kurz, der würde hier hängen. Hallo? Ich finde, es ist schon praktisch, wenn die natürlich. Hi. Party. Sofort drauf gehen. Was nehmen wir noch? Abwickel über Verteidigung. Den Fünferhammer von eben. Aber das ist ein Triplehammer. Ich glaube, das ist ein kaputter Triplehammer. Ja. Ja. Also ich meine, klar, es ist immer irgendwie total befriedigend, wenn die halt sofort draufgehen. Aber dann wiederum wäre das auch ein bisschen langweilig, wenn man so gar nicht kämpfen würde. So, los, Shy Guy! Naja, gut. Okay. Er war stets bemüht. Er darf den Sieg mit ansehen. Ja. Mein Freund, der Shy Guy. Er hat sich auch mitgefreut. Oh. Aber die Flecken sind hier auch schon wieder richtig gut versteckt. Ja. So weiß auf hellblau. Weil, zuerst als Babyblau. Und tschüss. Moment, Moment, da sind noch mehr. Ja. Wo sind die jetzt hier? Hör dich auf, da ist noch mehr drin. Kommen da noch mehr raus? Hör mal, neuen Rettertoads. Wir haben uns als Team durch die Lüftung geschlichen und sind als Team stecken geblieben. Ich bin übrigens der Letzte, falls du darüber Sorgen gemacht hast. Blaue Rettertoads Nummer 8 bis 17, gerettet. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma auf unseren Anführer warten. Aber das sieht hier so stark nach dem richtigen Weg aus, oder? Ich guck noch mal eben auf der anderen Seite. Ich dachte immer so, okay, ich muss dann noch mal ein kleines Stückchen zurück und noch mal mit denen reden, aber irgendwie kam immer mehr raus. Siehst du nicht, dass wir hier trainieren? Ja. Ich hab gelacht, wenn der Rettertod jetzt auch mitgekämpft hätte. Ja. Also wieder für die Schallgeist reicht ja eine Feuerblume. Da habe ich gar nicht mehr so viele von. Ich glaube ungefärbt, da hast du noch ein paar. Na gut. Und so ein Hüpfbusch, ne? Also normal. Wahrscheinlich überlebt eh nur der Sniffel am Ende. Wahrscheinlich. Sport, ich gehe. Siehst du die Möps? Ja. Die umgedrehten Möps auf den Laufbändern? Es tut mir leid, ich sehe einfach überall Gesichter. Und ich fühle mich sehr angestarrt. Hallo? Und perfekte Landung. Mit dem ganzen Training habe ich ordentlich was gerissen. Naja, hatte der Trainer ja auch extra auf mich zugeschnitten. Ja, das Schalke ist von dem Laufband gefallen. Oh no! Hier haben wir Nummer 7. Wie viele Rettertoads in diesem Level einfach drin sind. Und wie viele Schweife ich hier bekomme. Das Spiel will dir sagen, du brauchst einen Schweif. Oder ich habe keinen Schweif. Hier vorne ist es mir zu gefährlich. Ja, wenn du Feuerblume verwendest, ist alles eh das Gleiche. Alternativ habe ich hier, glaube ich, noch eine Eisblume. Mhm. Und dann brauche ich noch irgendwas für den Sniffit. Ich glaube, so einfache Sachen habe ich gar nicht mehr. Ein Swoobat. Mhm. Voll cool, dass wir jetzt hier in so einem kleinen Fitnessstudio kämpfen. Der Pausenraum halt.
Ja. Das heißt aber, nach dem Level bekomme ich wieder ein KP-Level ab. Ja. Denke mal. Das ist auch immer schön. Gerade wenn man plötzlich mit so einer Horde Goomba zu tun hat und einfach 50 Schaden bekommt. Ja. Uff, uff, uff. Uff, uff, uff. Uff, bist du's? Uff. Uff. Ma, uff. Rio. Uff. Läufst du? Uff. Uff. Eine Runde. Uff. Mit. Selbst Fabian. Puh, jetzt kann ich aufhören. Und Nummer 6. Süß. Ich finde den vorne rechts einfach super. Und sein Knie beugen. Ja, kannst du einmal kurz? Ja, habe ich ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ich dachte, nach all der Zeit wäre meine Fitness im Eimer! Yikes. Okay. Die Frage ist, ist jetzt der richtige Weg die Röhre oder da hinten rechts? Ich würde aber behaupten, dass die Röhre optional ist. Was habe ich noch für den Sniffet hier vorne? Dich. Da schon. Cool. Ich weiß nicht, ob das auch ausreicht. Ja, die Feuer- und Eisblonden im Spiel sind einfach super praktisch. Oh ja, vor allem, weil sie richtig stark auch einfach. Und sie sind eigentlich recht angenehm auch zu timen. Manchmal verkacke ich sie, weil ich gerade in den Chat gucke oder vor mich hin träume, aber so an sich. Okay. Nice. Ich hätte meine Armlehne doch ganz gerne wieder. Mhm. Es ist so seltsam, wenn du deinen Arm ablegen willst und dann ist da einfach nichts. Ja! Ist klar! Was? Noch 990.315 Kniebeugen bis zur Million. Du, das Saitama. Ja. Ich krieg schon Falten, ich glaube auch. Ne? Also ich glaube, ich bin so nach 10 Kniebeugen wahrscheinlich fertig. Hm. Der One-Punch-Toad. Das ist richtig sad. Jeden Tag von morgens bis abends nur Training, Training und noch mehr Training. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin abgehauen. Zurück kann ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich sitze hier fest. Jetzt den Gang einfach öffnen links. Vielleicht sitzt er da nicht mehr fest. Das habe ich auch schon probiert, aber ich habe nicht trainiert genug. Danke jedenfalls, Mario. Und Nummer 21, okay. Das war gerade so der Inbegriff von... Ich weiß nicht, war das jetzt eher so Thump oder war das Baby Rage? So eine Mischung aus beiden. Ah, das ist wieder ganz am Anfang. Aha. Aber ich mach sogar einen Shortcut jetzt damit. Ja. Komm ich da wieder hoch? Du kannst einfach die Röhre zurücknehmen. Oh. Aber diese Stimme kann jeder von euch. Ihr müsst einfach nur beim Reden euer Gesicht sehr zusammendrücken. Dann geht das. Wunderschöne Beschreibung. So schön in der Mitte. Und dann kann man auch gut so reden. Man kann nur nicht nebenbei gucken, das geht nicht. Also die Augen sind schon zu. Kannst du das auch? Das ist total scheiße! Ja. Wie gesagt, man kann nur nebenbei die Augen nicht aufhalten. Hat das irgendwer von euch jetzt tatsächlich versucht? Seid mal ehrlich. Wieso ist da noch einer? Nein! Debated! Huch.
als ob es wirklich ein paar von euch probiert haben. Wie süß. Und hier ist der schwarze Shy Guy. Dass die allen ausweichen? Ja. Hast du irgendein Dings? Ich hätte... Was könnte ich benutzen? Den Flaschenöffner? Geht das? Jo. Okay. Einfach die ganzen Stapel gekillt. Ich liebe diesen Flaschenöffner. So, bitte eigentlich hier einfärben. Aber die müssen ja eigentlich one-hitten können. Das sind ja normale Shy Guys. Ja. Nice. Und die das jetzt so anhauen? Wo? Und jetzt ist der Toad auf der anderen Seite. Jo. Aber wie komme ich jetzt weiter? Wenn ich ganz still hier liege, sieht er mich vielleicht nicht. Und mit dem Reden sollte ich wohl auch aufhören. Na, was soll's. Blau-Retter-Toad Nummer 20, bereit zum Einsatz. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Ist irgendwo an der Wand irgendwie was? Kannst du da links in die Wand rein eventuell? Schade. Weil jetzt bin ich ja soweit durch. Weil man sieht halt hinten links, dass da irgendwie ein Gang ist hinten in der Wand drin. Ja. Nur hier komme ich ja nicht hoch. Nee. Kannst du eigentlich? Never mind. Das wollte ich nicht. Vor allem irgendwie vom Fitnessstudio aus? Einfach hinten gegen die Wand schlagen mit dem normalen Hammer. Ja, fast. Ah. Das muss zu sein. Also ja. Auf der anderen Seite sein. Stimmt, du läufst einfach da hinten hin. Aha. Moment, ich hab's bevor du es anhittest, stell dich mal auf dieses Scharnier von dem Ding. Hier? Ja, und hau jetzt mal da drauf. Oh, schade. Dachte, vielleicht kann man noch da drauf bleiben. Das wäre witzig. Ah, deswegen die gelbe Stufe. Ah, ja, das ergibt auch Sinn. Aber das mit dem Ausschneiden auch eher so eine Spielerei ist. Ich meine, da mit dem Finger einmal so entlang zu gehen, ist jetzt ja auch nicht so schwierig. Mhm. Nice. Tada! Kann man da oben noch irgendwas machen auf dem... Auf den Container? Ich kann euch noch mal gucken. Moment. Und da könnte vielleicht sogar das Ende sein. Ich kann dann auch noch mal gucken, ob ich alles eingefärbt habe. Oh, ne, hier ist nichts. Ich glaube, hier ist nur der Weg zurück. Hm. Wir haben jetzt 95%. Okay, also ein kleines bisschen noch. War hier vielleicht noch irgendwas drin? Hab ich's gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich meine, kann ja durchaus sein, dass da noch eine kleine Farbfläche kommt. Kann aber auch sein, dass wir schon irgendwo was übersehen haben. Mhm. Was ein bisschen doof wäre, aber das Level ist halt auch recht groß, ne? Wie lange aber auch die Vorlaufzeit vor dem Boss ist. Mhm. Ich glaube, wir haben irgendwo was vergessen. Ich habe dich natürlich bereits erwartet, Mario. Hinter diesem Tor wartet eine Waffe, die ganz speziell für dich entworfen wurde. Oder sollte ich eher besser sagen, gegen dich?
Er zittert in Ehrfurcht. Winde dich vor Angst! Das ärgert mich immer, wenn man so ein ganz bisschen irgendwo vergessen hat und dann wieder zurück muss. Also einfach gleich aus dem Kampf fliehen und wieder zurück? Nee, ist auch doof, wenn wir das Ganze am Anfang vergessen haben. Aber dann sind alle Gegner wieder da, wenn du das Level dann abschließt. Ludwig von Cooper. Aber ich finde das so antiklimatisch, aus dem Kampf zu fliehen und dann zurückzugehen. Nur weil wie gesagt, wenn die 5% irgendwo ganz am Anfang sind, dann muss ich ja super weit zurücklatschen, um dann wieder super weit hin zu latschen. Das finde ich auch doof. Das ist zumindest ein Shortcut. Warum willst du mich jetzt dazu überreden, das zu tun? War nur meine Ansicht. Meine neue Mario-Abwehrwaffe. Ludwigs oberkrasse Fregatte des Untergangs. Für ihre Freunde Ludwigatte. Na, wie findest du sie? Spitzenmäßig, oder? Ja, gut. Du bist allerdings etwas früher als erwartet hier. Also ist sie noch nicht ganz fertig. Und wir mussten hier und da... Naja, ne? Hör auf, so anzugeben, du Möchtegern, Schlauberger. Hier ist ein großer Farbstern, das spüre ich. Du kannst sie nicht von mir verstecken. Ich habe ein feines Gespür für sowas. Ein Gespür, von dem normale Farbeimer nur träumen können. Und ich spüre eine Menge blaue Farbe. Der blaue Farbstern befindet sich in der Tat in meinem Besitz. Natürlich werde ich ihn nicht so einfach herausgeben. Wenn du ihn wirklich willst, dann musst du. Na was schon. Du musst an mir und meiner Luffy-Gatte vorbei. Komm doch, wenn du dich traust. Der Kampf kann beginnen. Entspann dich und lass dich von der unglaublichen Feuerkraft meiner Ludwigatte überwältigen. Okay. Aber es ärgert mich immer so, warum laufe ich so oft an einem Farbklecks vorbei? Wahrscheinlich war das so einer, den du einfach nicht sehen konntest, weil der auch wieder so weiß auf hellblau war. Die Sache ist, was machen wir jetzt mit ihm? Weil wirklich an ihn dran komme ich ja auch nicht. Nö. Kann ich denn erst zwei andere Sachen machen und dann den Schweif? Ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel erst eine Feuerblume benutzen. Ja. Damit müsste ich an ihn drankommen. Glaube ich zwar nicht, aber ja. Ich guck mal, ob ich ihn treffen kann. Ah ja, gute Musik. Das Schiff zeigt sich sichtlich unbeeindruckt. Schon, ja. Diese jämmerliche Attacke soll meine Ludwigatte beschädigen? Jetzt ist nur die Sache, ob ich das Timing so gut hinkriege. Mhm. Mario, angesehen, Feuer frei! Nice! Oh, ein Gegenangriff! Wie tapfer! Bereit die taktischen Lufteinheiten zur vorwärts gerichteten Verteidigung vor. Ach, ihr wisst genau, was ich meine. Hetz ihm die Paracoopers auf den Hals. Los, los, los. Hau rock, jawoll! Paracooper-Geschwader 2, Luftunterstützung der Ludwigatte auf Position. Oh, der bleibt sogar. Aber ich will jetzt ja auf die Paracoopers draufhüpfen. Vermutlich. Hast du auch Multisprünge, damit du sie auch direkt kaputt hauen kannst? Du meinst Hüpfpushen? Oder was? Mehrmals Sprünge, genau, sowas wie die da. Mhm. Ich glaube, mit einem haust du sie auf den Boden und danach... So und dann wieder ein Schweif. Du hast ja noch einen Schweif. Ach so, den behalte ich. Also ich hoffe es mal, weil da hast du ihn jetzt noch dran. Ich hoffe mal nicht, dass der für einen Angriff hat, dann wieder verschwindet. Ich würde schon noch mal einen dran setzen, denke ich. Ich habe so viele. Oh, du hast besiegt ihn. Cool. Gut zu wissen. Gut, das ist eher so... Yay! Exzellent! Aber den Schweif war weg. Ja. Nein! Ich war blöd. Es ist aber auch echt schwer mit dem Timing. Das sieht halt so einfach aus, weil es am ersten Mal geklappt hat, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das heißt, so ein Doppelsprung reicht eigentlich. Mhm. Wenn ich ihn vernünftig mache. Und dann noch ein Schweif. Mhm.
Man muss da irgendwie erstmal so ein Gefühl für das Timing kriegen. Mhm. Weißt du, woran mich das hier alles erinnert? Woran? In das Versteck von Team Aqua. Schon ein bisschen. Nice. Ah, jetzt ist mein schönes Schiff doch ernsthaft beschädigt. Noch einmal passiert das nicht. Bomber, verrichtet euer schmutziges Werk. Jawohl! Bombervorbereitung abgeschlossen. Was mache ich jetzt mit denen? Ob du deren Dinge auch einfach zurückwerfen kannst? Weiß ich nicht. Weil sie sind einfach auch aus den Kugeln, die man zurückwirft, I guess. Aber was macht man dann jetzt am schlausten? Heilen und Schweif hätte ich jetzt gemacht. Oh. Also meinst du, auch mit der Heilung bleibt der Schweif nicht? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Du hast ja wirklich echt viele bekommen, ne? Von daher gesehen. Mhm. Kann man die ja auch ruhig nutzen. Wahrscheinlich ist auch einfach ein bisschen was dafür da, wenn du das Timing halt nicht hinkriegst. Ja. Nice. Nice. Du musst halt immer noch so ein bisschen Zeit einrechnen, die Mario braucht, um sich halt zu drehen, ne? Nein! Ah, gebaitet! Der war gemein! Weil seine Kanone zu schwach war. Wie fies war das denn? Die Frage ist, macht sie das jetzt wieder? Nein, wir sinken! Aber wofür brauchte ich jetzt ein Dings? Ludwig Gattegos, Ludwig Tanik. Insert my heart will go on. Alles läuft genau nach Plan. In Ludwig Gatte war nur Teil eines Täuschungsmanövers. Hier kommt der ganze Stolz meiner Flotte, das Lu-Boot. Na los, versuch doch anzugreifen. Ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ihn aus dem Wasser zu heben? Vielleicht erstmal einen normalen Angriff ausprobieren, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert und dann kannst du es immer noch verwenden? Mhm. Nicht, dass es jetzt schon zu früh ist oder so. Aber wir wissen ja, wir brauchen auf jeden Fall die Luftballons. Klang zumindest danach. Okay. Dementsprechend... Oh, du behältst wirklich deinen Schweif. Tut mir leid, in deine verfrühte Siegesfeier zu platzen, aber diese Attacke hier musst du erlebt haben. Ach, guck mal. Jetzt Ballons? Ich weiß nicht, also wie gesagt, wir wissen ja von dem Toad, dass die Ballons halt das nächste sind, was wir brauchen. Und ich meine, es wäre ja auch logisch, um ihn aus dem Wasser zu heben. Prinzipiell. Mhm. Um dann ihn mit den Raketen auch treffen zu können. Mhm. Aber das hat mir jetzt auch keiner so direkt gesagt. Beim letzten Boss hieß es ja, du brauchst einen Knochen! Knochen! Mhm. Und hier ist es jetzt halt nicht so. Ich muss ja so langsam selbst drauf kommen, was du brauchst. Versuchen wir es mal. Jo. Wir sind abgetaucht jetzt aber. Was? Sie ist aber näher dran dadurch, ne? Für seine Raketen. Lu-Boot, klar zum Tauchen! Hä? Tauchen! Tauchen! Aber es war auf jeden Fall richtig. Es war nur anders umgesetzt, als ich gedacht hätte. Ja. Warum tauchen wir nicht? Aber jetzt könntest du ihn einfach nochmal angreifen, ne? Ja. Sieht zumindest so aus. Ich hab noch nicht mehr so viel Farbe, aber... Du kannst ansonsten dann... One-Up-Pilz benutzen dafür. Ja, stimmt. Ich habe nur Angst, wenn ich ihm auf den Kopf springe, dass ich seine Ballons kaputt mache. Ich meine, wie gesagt, es ist vielleicht jetzt so ein bisschen
um die Ecke gedacht mit den Luftballons. Ich meine, du kannst natürlich deine Dinge einfach durchgucken und dann überlegen, ah, die Zitrone hilft mir vermutlich nicht, der Eispickel vermutlich auch nicht unbedingt und so, ne? Und dann kommst du vielleicht drauf, dass es schlau wäre, ihn aus dem Wasser rauszuheben. Und ansonsten kannst du natürlich immer den Toad fragen. Ja. Von daher gesehen finde ich das eigentlich voll okay. Sieht nicht so, als würdest du gar keinen Anhaltspunkt kriegen. Okay. Du hast mein Nubut geschrottet. Wie kannst du es wagen? Schon mal richtig viel Schaden gemacht. Oh ja. Hast du noch irgendein cooles Dings für ihn? Ich hätte... Nur die Teekanne und den Flaschenöffner hatten wir. Ich habe noch die Rübe, den Eispickel, die Kamera und das Pissbecken. Ich wäre für die Mischung aus Rübe und Pissbecken. Beides? Hat ja noch ein bisschen an Energie und das ist ja ein Boss. Ich hoffe, du hast noch genug für beide, aber ich glaube... Ja. Let's go! Dings time! Bin gespannt. Okay. Oh, das hat sogar schon gereicht. Wie viel Schaden hast du bitte gemacht? Rip Pissbecken. Ja. Mario! Der weltberühmte Super Mario. Ich wollte mich mit dir messen. Deswegen habe ich dich mit dem Farbstern hergelockt. Aber ich habe dich unterschätzt und gestehe großmütig bei dir in der Langheit. Es war dir eine Ehre, dich mit dir hier zu haben. Ich schätze alle Hoffnung gut und auf Bowser. Wiedersehen. Der Rüben-Shuriken. Wir geben uns. Wir sehen unsere Fehler ein. Der war cool, der Boss. Aber bislang waren alle Bosse cool. Mhm. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Es tut uns leid. Der mit dem Fähnchen. Ich hätte gedacht, dass so eine Klopapierrolle ist. Leitung allein hilft uns nicht weiter. Rück den großen Farbstern raus. Bitteschön.